Die Fernsehlotterie zeigt heute Münchhausens Abenteuer. Als Gast Wolfgang Spier. Zum Baron mit seinen Lügen wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Münchhausen, der den Weg verlor, versinkt mit seinem Ross im Moor. Jedoch ist es noch nicht zu spät. Der Herr Baron ist ja auf Draht. Am eigenen Schopf zieht er sich raus. Bis unter das Dach vom Bühnenhaus. Das fährt dem Gaul durch alle Glieder. Pitschpatt, die Erde hat sie wieder. Nicht an den Haaren herbeigezogen ist hier der Vergleich mit der ARD-Fernsehlotterie. Wer sich oder anderen aus der Patsche helfen will, der kauft oder verschenkt ein Los für nur 5 Mark. Da winken Autos, Reisen, Häuser und über 3 Millionen in bar. Seien Sie auf Draht. Packen Sie das Glück beim Schopf. ARD-Fernsehlotterie. Einzahlungen bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Konto 100.000. Alle Welt redet vom Aufschwung, hofft auf wirtschaftlichen Neubeginn, auf einen Konjunkturfrühling. Aber noch steckt die Bundesrepublik in der schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte. Ein Rekordjahr der Firmenpleiten liegt hinter uns. Ein Arbeitslosenrekord jagt den anderen. Auch Wirtschaftsgiganten mit einer renommierten Geschichte kamen ins Schleudern. Der Fall AEG Telefunken hat monatelang bei uns Schlagzeilen gemacht. Eine Tochterfirma geriet mit in den Strudel. Die Neffwerke im baden-württembergischen Kraichgau gelegen. Die Neffwerke und ihre Zulieferer bestimmen das wirtschaftliche Leben dieser Region. Mit einem Schlag waren 25% der Arbeitsplätze in Gefahr. Den dramatischen Kampf um diese Arbeitsplätze zeigt der folgende Film von Radio Bremen. Diedelsheim, zwischen Schwarzwald und Odenwald gelegen. 15 Landwirte, 10 Selbstständige, 1.650 Arbeitnehmer, 3.100 Einwohner. Das Dorf verlor durch die Kreisreform 1973 seine Selbstständigkeit und wurde der auf der anderen Hügelseite gelegenen Stadt Bretten eingemeindet. Dennoch ist es ein Dorf geblieben, auch wenn es nun Stadt Bretten, Stadtteil Diedelsheim heißt. In Bretten-Diedelsheim ist die baden-württembergische Welt in Ordnung. Schaffe, schaffe, Häusle baue. 105 Wohnhäuser waren es in den letzten 5 Jahren. 1980 wählten 54% CDU, 36% SPD, 7% FDP. 124 Wähler bekannten sich zur DKP. Vor 400 Jahren rettete ein Hundle die Stadt vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. So kam Bretten zu seinem Wappentier, die Bürger zu einem Fest, das seit mehr als 100 Jahren gefeiert wird. 3 Tage im Jahr steht Bretten und Umgebung Kopf, um dann wieder zum rechtschaffenen Erwerbsleben eines baden-württembergischen Provinzfleckens zurückzukehren. Die Neffwerke und ihre Zulieferer beschäftigen ca. 25% der rund 14.000 Arbeitnehmer in der Region.
Im Sommer 1982 zählte man nur 4,8% Arbeitslosigkeit. Eine Musterregion im Musterländle. Bis zum August des Jahres 1982. Ich meine, wenn man 22 Jahre beim NEF arbeitet, dann war man irgendwie sich sicher, dass man einen Platz hat bis zur Rente. Und das ist eben jetzt nicht mehr. Und ich werde im Januar 55 Jahre alt und ich nehme keine Firma mehr. Ich bin gezwungen zum Stempeln. Und irgendwie verwirrt es einen Punkt. Aber eines ist mein Trost, dass ich in eine gewisse Gemeinschaft gehe. Und irgendwie habe ich einen innerlichen Halt und ein Gottvertrauen, dass mich Gott nicht verlässt und dass Gott für mich sorgt, wenn ich auch in dem Alter bin, wo ich keine Arbeit mehr kriege. Und das ist eine gewisse Zuversicht. Und das möchte ich auch den Menschen draußen sagen, die in der gleichen Situation sind wie ich. Sie sollen mehr Gott vertrauen. Und dann wird auch Gott uns helfen. Den Menschen helfen uns nicht. Und AEG besonders nicht. Denn AEG möchte uns wirklich die Luft abdrehen. Amtsgericht Bruchsal, 18. August 1982. Die NEF-Werke melden Liquidationsvergleich an. Im Zuge der AEG-Sanierung beschließt der Konzern die Schließung der mit Gewinn arbeitenden NEF-Werke. Damit droht Bretten und den umliegenden Dörfern die wirtschaftliche Katastrophe. Mit einem Schlag sind ca. 25% der Arbeitsplätze in Gefahr. Zurzeit ist natürlich aktuell die AEG-Geschichte. Die Leute haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Kasse stimmt nicht mehr. Wie gesagt, das ist schon ein schwieriger Fall. Und ich finde halt so ein Betrieb wie die Firma NEF, die über 100 Jahre alt ist, die darf nicht geschlossen werden. Seit Tagen ist der CDU-Abgeordnete Helmut Wirth bemüht, auf politischer Ebene eine Rettung der Werke zu ermöglichen. Er hat Zahlenmaterial zur Verfügung, das die AEG-Maßnahmen in Bretten in Frage stellt und die Landesregierung zu einer anderen Beurteilung des Konzernverhaltens bringt. Ich war sehr gestürzt, als ich in der Nacht zum 15. August von Ministerpräsident verständigt wurde, was am nächsten Tag, am Montag, der AEG-Konzern zu beschließen beabsichtigt hat in Frankfurt, nämlich die Schließung der NEF Werke GmbH, also der Produktion in Bretten und Verlagerung nach Rothenburg ins Bayerische. Die NEF Werke in Bretten im Kraichgau, ja bekannt, ein Lebensnerv bei uns im Kraichgau, mit einer relativ guten Infrastruktur, mit Zulieferbetrieben, die speziell auch ausgerichtet sind auf die Produktion von NEF. Warum muss so ein Betrieb weg? Man hat vor allen Dingen, hat man ja laufend investiert, also das heißt modernisiert. Es ist also so eingerichtet, dass man sagen muss, sowas kann man doch nicht gerade fallen lassen. Das ist die große Angst dabei, weil ja nicht nur die Mitarbeiter der Firma NEF betroffen sind, sondern man kann praktisch sagen, es ist jedes Geschäft, jeder Haushalt ist betroffen. Und das ist die große Angst, was soll werden. Ja. Wir sollen zum Notstandsgebiet wäre hier. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und beim Arbeitslosensatz von 20%, da kommt ein 50-Jähriger kaum mehr unter. Ja, das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn man Arbeit kriegen würde. Ich habe jetzt 10 Jahre gerackert für ein Häusle. Und dann heißt es, bitte verkauf dein Haus und dein Leben dafür geschafft hast, dann kannst du leben. Also das mit dem Verkaufen des Häusle, das geht ja auch wieder nicht. Denn du musst mal die Bank bringen, die dann die ganze Häusle aufkauft von den NF-Geschädigten und hinten dran hängenden. Denn wenn nachher 20 oder 40 oder sogar 50 kommen, ihre Häuser anbieten und sagen, bitte, ich nehme das Haus zurück, ich kann es nicht mehr bezahlen, was will die Bank damit, ich kann es ja nicht mehr loswerden. Also so einfach ist es auch nicht. Mal ein einzelnes Haus, das kann man auch mal versteigern oder was, aber in solch einer Masse geht es nicht. Also so einfach mit dem Zurücknehmen von den Banken ist es gar nicht. Also wenn man hundertprozentig weiß, man wird seinen Arbeitsplatz nie verlieren durch seine persönliche Leistung, also das deprimiert einen. Da kommt man sich vor, wie wenn man der größte Faulenzer gewesen wäre oder ich weiß auch nicht. Und dann heißt es bei der Leuten, das ist auch so, das sind Arbeitslose. Und der Staat ausnehmen will oder so. Die werden alle und also immer dasselbe Licht, wer sich stellt.
Ja, ich habe zwei Kinder und eine Frau. Ich bin ein launiger Verdiener, also das ist einem nicht ganz so leicht. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt. Aus Stuttgart hört man, dass die Landesregierung mit 10 Millionen Mark die Finanzklemme überbrücken will, in die der Kon-